herzlich willkommen zum Filmtalk NRW, diesmal auf dem Rhein. Die Weiße Flotte Düsseldorf hat uns ein Schiff gesponsert. Wir werden Interviews während der Fahrt machen, bis nach Kaiserswerth. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Dacia Jan. Zur rechten Seite sehen Sie den schiefen Kirchturm. Den Schlossturm mit Hexe. Wo ist die Hexe? Ja, die ist da drin. Die sieht man auch nicht immer. Diesmal spezial auf dem Wasser. Und es sind mal wieder ein paar neue Leute da, wie auch letztes Mal. Das finde ich sehr schön, neue Gesichter hier zu haben. Vor allen Dingen auch natürlich die Gäste. Da sind zwei Leute bei, die ich vorher persönlich noch nicht kannte, das Land haben. Schöne Geschichte und es wird auf jeden Fall sehr spaßig. Auch alle Leute, die hier weiter hinten sitzen, die den Filmtalk noch nicht kennen, dürfen natürlich gerne mit zuhören, zuschauen und Spaß haben. Die anderen kennen das ja schon und wissen, was sie erwartet. Ja, dann herzlich willkommen und mein allererster Gast ist der Thomas Andreas Görsch. Du hast zwei Vornamen. Möchtest du, dass man die auch beide immer benutzt oder reicht Nein, der Thomas? Also der Andreas ist nur für Facebook. Also Thomas Görsch reicht vollkommen. Da hat man mir nur den Zwirbel von Seiten Facebook gedreht. Also Thomas Görsch reicht vollkommen. Okay, ist auch besser so. Ich meine, es ja. Ne, manche Leute, die zwei Vornamen haben, die konnten sich irgendwie nicht entscheiden. Oder immer noch besser als die mit zwei Nachnamen. Ich habe mich eigentlich schon entschieden. Nee, passt. Thomas Görsch, ganz normal. Super. Der Thomas ist extra aus Stuttgart heute hingekommen, um eben hier im Filmtalk dabei zu sein. Wir kannten uns bisher auch nur über Facebook, du bist da sehr aktiv und ich habe das immer mal so ein bisschen beobachtet, was da so passiert und dein Leidensweg, muss ich so ein bisschen in Anführungsstrichen auch sagen, die Hoch und Tiefs, die es da so gibt. Du bist Schauspieler, du bist gelernter Schauspieler auch. So ist es, genau. Und du warst auf der Schauspielschule und ja. Wie war dann so dein Werdegang? Ich habe erst ganz, ganz spät angefangen, also so mit letzter Möglichkeit, Ende der 20, so mit 28 dachte ich müsste mal loslegen. Bin erst über den Drehbuchschreiberweg gegangen und bin dann von hinter der Kamera vor der Kamera gelandet. Das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, ja, noch näher dran und hier wird mich lauter, kriegt ihr mich lauter. Habe dann in sehr vielen Studentenproduktionen mitgespielt. Anfangs noch am Theater, natürlich auch zusätzlich noch, aber irgendwann ließ sich das nicht mehr vereinbaren. Habe ich mir gesagt, okay, ich muss beides, ich muss eins mich entscheiden und bin dann in den Film gegangen und treibe seitdem mein Unwesen im sogenannten Independent-Film. Habe da, ja, ich habe so eine Art schwarze Prominenz, sag ich jetzt mal, innerhalb der Marian-Dora-Filme. Das wird nicht vielen was sagen. Das sind so mit die gewalttätigsten Filme der Welt, muss man so sagen. Da bin ich durch drei, vier Filme gereicht worden und bin dann so sein Schauspieler geworden für seine Filme. Bin dadurch sehr viel in der Welt rumgekommen, weil die auf der ganzen Welt vertrieben werden. Und ja, habe natürlich hier immer die Sachen auch noch gemacht. Bin dann hier auch so langsam in größere Produktionen reingekommen. Und bin jetzt so weit, dass ich sage, okay, darüber kann man auch mal erzählen. Bin jetzt hier in Düsseldorf gelandet, weil ich gerade in Erkelenz gedreht habe. Breakdown Forest mit so Leuten wie Claude-Oliver Rudolph, Ralf Richter, Martin Semmelrogge, die ganze alte Semmelrogge-Boot-Crew, sage ich jetzt mal so. Ja, dann aber auch solche Sachen wie Textilallergikerin Michaela Schäfer. Wie heißt sie? Eine Tainara Wolf, das ist eine aus dem Umfeld aus Germany's Next Topmodel. Ja, eine ganz verrückte Runde. Ein 80er-Jahre-Spielfilm, sage ich mal. Das ist so richtig so Schwarzenegger, Stallone, so richtig hauen sich gegenseitig die Rübe ein. Mein Gegenspieler war der Claude-Oliver Rudolph. Habe also einen starken Partner gehabt und musste mich da ziemlich durchbeißen. Aber es hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Okay, also damit hast du jetzt ein bisschen erzählt, was du gemacht hast und was jetzt gerade drehst. Ja. Kannst du davon leben? Das ist ja immer die Frage, die man vielen Schauspielern stellen kann, von der Schauspielerin alleine, weil du machst ja auch noch was anderes. Ja. Und das ist wahrscheinlich das, was dir dein Brot bringt, oder? Genau, also ich habe immer was parallel gemacht, weil ich mir nie zu schade war, auch noch, sag ich mal, Patchwork zu verdienen. Ich war erst 7 Jahre lang beim Radio. Als ich beim Radio aufgehört habe, bin ich dann, ja, seit 5 Jahren bin ich jetzt in 123 TV und habe eine eigene Kochshow, Görschs Genießerbuffet. Und ja, bekoche da die Leute in Bavaria Filmstudios in München, ist das dann 3-mal im Monat für jeweils 5 Shows. Also ich habe dann 15 Stunden Fernsehen im Monat. Und ja, das ist ein guter Verdienst. Gibt mir natürlich sehr viel freie Hand für andere Sachen. Mache das alles sehr gerne und ich bin auch der Meinung, man muss alles parallel machen. Ich spreche viel als Sprecher, synchronisiere, bin mir dafür nicht zu schade. Will auch wieder ans Theater zurück, also
kannst mir bringen, was du willst. Nee, aber das geht ja auch gar nicht anders. Ich meine, ja, die meisten Gäste, die da waren, müssen halt sich irgendwie breit streuen, andere Sachen machen. Ob es dann eben Moderation ist, wie ich das auch mache, oder eben Promotion-Sachen. Oder aber irgendwie, dass es zumindest artverwandt ist mit der Schauspielerei. Genau, es sollte kreativ sein und es sollte in der Öffentlichkeit stattfinden, sonst bringt es mir in keiner Weise was. Richtig, aber es ist natürlich schön, dass du eben ein monatliches Einkommen hast, ein festes, und dann sagen kannst, ich mache jetzt mal ein paar Filme, wo ich einfach Spaß dran habe. Richtig. Wo jetzt eben keine Gage bei ist, eben irgendwelche No- oder Low-Budget-Sachen, ja, wo man sagen kann, okay, die Story ist so gut und die Jungs, die es machen, oder auch Mädels, sind auch gut, dann kann man sich das natürlich erlauben, das finde ich super. Ja, nee, muss sein. Weil der Spielspaß muss erhalten bleiben. Ich kenne viele, die dann irgendwann den Hass auf die Schauspielerei bekommen und das dann aufhören. Gibt es so eine verrückte Statistik, die ich gerne bemühe. 75% aller Schauspieler, die das gelernt haben, geben nach 5 Jahren auf. Das musst du dir hochrechnen, da bleibt nicht viel übrig. Okay, und trotzdem gibt es viel zu viele, ne? Und trotzdem gibt es viel zu viele, so ist es ja. Okay, das ist natürlich immer wieder bedenklich. Also irgendwo ist es eigentlich auch schade, weil es gibt immer mehr Möglichkeiten, es gibt immer mehr Sender. Ich würde natürlich jetzt auch Amazon Prime oder auch Netflix dazu zählen, ja, zu den Sendern. Es wird immer mehr produziert, das heißt, es werden mehr Schauspieler gebraucht. Mhm. Aber warum funktioniert das nicht? Ja, du guck dir einfach mal das an, was produziert wird. Ich sag mal, in den Mittagsstunden, Sat.1, RTL, Pro7, das ist kein Schauspiel, das ist einfach, wie sagt man so schön, Assi-TV. Das hat ja mit gelernten Schauspielerei nichts zu tun. Da habe ich also keinen Job zu erwarten. In den späten Stunden kommen internationale Serien. Die Serien werden immer besser, egal wo sie herkommen. Eine deutsche Serie in einem Niveau von Game of Thrones oder in irgendwas habe ich jetzt noch keine gesehen. Das sind halt immer irgendwelche wachsweichen Geschichten. Ich sage immer so böse, ich bin kein Sat.1-Schauspieler, da fließt zu wenig Blut. Ja, es gibt sonst nichts. Es gibt halt irgendwelche Cobra 11s, die jetzt auch ich nicht unbedingt brauche. Also ich brauche schon ein paar Charaktere, die auf mich draufgeschrieben sind, die zu mir passen. Wenn ich dann irgendwie, was weiß ich, einen Maulkorb tragen muss, weil ich nicht aussprechen kann, was ich will, dann ist es nichts für mich. Dann wird es aber doch Zeit, dass sich das ein bisschen ändert. Ich meine, es wird wirklich so viel produziert. Ja. Und jetzt haben wir ja hier die Serie gehabt, die ja You Are Wanted. Mit dem Schweighöfer, der Amazon Prime Serie, ja, die auch tatsächlich schon mal ein bisschen anders war als das typische deutsche Seriending. Ne? Aber es hat eine Sache beibehalten, sie war stark langweilig. Ja, noch lauter reden. Fand ich jetzt gar nicht so. Ich fand es eigentlich ganz okay. Ich habe ihm eine Chance gegeben. Genauso wie jetzt auch dieses Morgen höre ich auf mit dem Pastewka. Fand ich auch Pastewka mal ein bisschen war was sehr anderes, gut, ja, weil es wurde ja als das deutsche Breaking Bad auch bezeichnet. Fand ich auch aber gut. Es sind halt wirklich nur 2-3 Serien, wo man jetzt wirklich erwähnen kann. Ja, das richtig. Ernährt keine Tausende von Schauspielern, die da draußen rumhopsen. Nein, deswegen müssen wir was tun. So ist das. Deswegen muss man halt wirklich selbst rangehen an die Sachen, eben eigene Sachen machen. Und hier im Umkreis des Filmtalks ist es auch so, dass wir immer mehr Leute geworden sind. Immer mehr Produzenten, Regisseure, Kameraleute, Schauspieler, die sich zusammentun und eben eine ganze Menge eigene Sachen produzieren und machen. Und damit versuchen, einfach irgendwie jetzt mal den Durchbruch zu schaffen. Vielleicht auch Pilotfilme zu drehen zu irgendwelchen Serien, die man selbst gut findet, und dem Pilotfilm dann halt Amazon Prime oder Netflix anbieten. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, um irgendwie mal voranzukommen. Oder halt wirklich sich sagt, nehmen wir einfach diese Independent-Filme. Sie werden nämlich in großen Massen produziert. Es ist wirklich so, dass auf dem Independent-Bereich mehr produziert wird wie in dem geläufigen Bereich. Und keiner traut sich aber, diese Filme überhaupt anzuschauen, irgendwo zu präsentieren. Es gibt auch keine Filmpreise, wo sie irgendwo berücksichtigt werden. Es gibt genug Material, man muss es nur senden. Es ist jetzt bei Amazon zum Beispiel so, dass es da extra einen Sender gibt für diese Independent-Produktion. Und da hoffe ich sehr drauf, dass die auch auf deutsches Material zurückgreifen. Weil dann gibt es wirklich eine Möglichkeit. Die Sachen sind nämlich wirklich nicht schlecht. Das stimmt, da gibt es einiges Gutes. Also bin ich mal gespannt, ich hoffe da mal drauf. Ne? Jetzt hast du eben schon mal einen Film erwähnt, den du gedreht hast jetzt gerade. Ist der jetzt abgeschlossen? Nein, es kommt noch eine Woche im August. Da ist das die letzte Woche, dann ist das endlich passiert. Der Film hat einen Weg von 4 Jahren auf dem Buckel, bis er endlich gestehen konnte. Hat ja große Stars drin, großes Budget auch eigentlich. Und kommt im Februar auch wirklich ins Kino. Okay. Also das ist dann wirklich mal geschafft, diesen Sprung dann auch ins Mainstream zu schaffen. Ich bin sehr gespannt, wie der Film aufgenommen wird. Das ist halt wirklich so eine Actiongeschichte der 80er Jahre mit kernigen Sprüchen. Ich sag mal, nicht ganz astreinen Sätzen. Also sie sind teilweise ja nicht politisch korrekt, muss man wirklich so sagen. Aber ich glaube, genau das wollen ja die Leute. Ich will jetzt kein Beispieler-TV, wenn ich ins Kino gehe, sondern ich will was Gescheites schauen. Das ist vollkommen erfüllt. Okay, und normalerweise
ist ja mein Gast, wenn er dann hier ist, bringt er einen Filmtipp mit. Ja. Jetzt hast du natürlich einen Filmtipp von einem deiner eigenen Sachen, was sehr schön ist. Wenn ich habe zwei Tipps mit. Ja. Zwei Tipps mit, genau. Ich habe dir Rohmaterial mitgebracht. Ja. Und zwar, das ist noch gar nicht aus dem fertigen Film. Das ist, sind zwei Szenen, wo ich zusammen mit dem Claude Oliver Rudolph zusammenspiele. Ich bin also sein Gegenspieler. Wir haben uns also ganz schön gefetzt und so manches Kleidungsstück ging auch in die Brüche, ohne dass es so geplant war. Okay. Da habe ich zwei Ausschnitte mitgebracht, die man jetzt, glaube ich, gerne zwischenschneiden kann. Die werden wir euch dann jetzt zeigen, die Ausschnitte, genau. Die letzten zwei? Die einzigen, die mir die Arschlöcher noch gelassen haben. Weißt du, was ich die ganze Zeit überlege? Ob wir den Araber umlegen sollen und den Polacken zum Mann machen. Wie meinst du denn das? Wie meinst du? Andererseits, der ist gefährlich. Und vielleicht kann dann zu irgendwas noch nutz sein, aber ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Arschlöcher uns hier in diesen Kanackenwald gebracht haben. Aber eins weiß ich. Sie wissen, wie die Welt von heute tickt. Eins ist geil hier. Hier gibt es keine Bullen, keine Justiz, keine Staatsanwälte, keine Strafverfolgung. Du kannst machen, was du willst, kannst so viele Jungfrauen umlegen, wie du willst, interessiert keinen Arsch. Also wer immer für diese Kacke hier verantwortlich ist, der weiß, wie das Spiel geht. Ja, eine Jungfrau. Das wäre jetzt was Schönes. Ich glaube, der Polak ist eine Jungfrau. Und glaub mir, in meinem Team bleibt keiner lange Jungfrau. Ich gehe mit diesem Jungen jetzt hier fort. Und keiner folgt mir, die lasst mich gehen. Und wenn auch nur einer hinterherkommt, dann blase ich diesem Lockenköpfchen hier direkt mal so ein kleines Lüftungsloch quer durch seinen Oberschädel hier, weißt du? So machen wir es. Das werde ich nicht zulassen. Ach, sind wir jetzt vom fucking Jugendamt? Oder was? So ähnlich. Ja, Oberschlag sind wir auch noch. Runter auf die Knie! Los! Nico, bleib ganz ruhig. Okay, du Penner. Runter! Bleib ruhig! Okay. Nico! Ah! Ich bring dich um, du! Ich bring dich um, ich reib dich aus, du Sau! Wo steckt der andere Junge? Welcher Junge? Sein Name ist Samuel. Wo steckt der? Ich kenn doch keinen Samuel. Ich kann euch helfen. Ich bin guter Schütze. Ich kann euch helfen. Du blödes Arschloch, hättest doch diesen Kanacken gleich umlegen sollen. Stattdessen dieses Gerät, ah, der kann uns mal nützlich sein. Für was war's denn nützlich? Unsere Jungs sind tot und du hast dich verpisst. Quatsch mich noch einmal von der Seite an. Dann fick ich dich, friss dich auf und kotz dich wieder aus in den Mutterleib deiner einen Dreckshurenmutter. Halt bloß die Fresse, ich zieh das jetzt alleine durch. Ja, schon mal sehr interessantes Material. Februar hast du gesagt, ist der Film fertig, ne? Genau. Bin ich mal gespannt, was da kommt da raus. Genau. Und er wird schon sehr unüblich werden, weil das halt einfach eine alte Machart ist. Aber ich hoffe, dass die Leute das einfach wieder mal sehen wollen. Ich sag mal so, die Expendables habe ich immer verglichen. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, also ähnlich rasant wird es im Film. Genau. So ähnlich wird es im Film sein. Ja. Okay. Cool. Und der zweite, den du mitgebracht hast? Ja, der zweite habe ich auch mitgebracht. Das ist von Alexander Tuschinski, der Film Wojciech. Man kennt dieses Bühnenstück Wojciech, was auch mal verfilmt wurde mit Klaus Kinski. Mhm. Ich hatte das Vergnügen oder das Leid, den Wojciech spielen zu dürfen. Okay. Kurz die Geschichte erklärt. Es geht also darum, dass ein Typ immer unterdrückt wird, bis er durchknallt und dann seine Frau, Freundin umbringt. Eigentlich eine kleine süße Geschichte. Wir haben es ganz, ganz außergewöhnlich von der Optik gemacht. Das ist so in die Stummfilmzeit angelehnt, in Schwarz-Weiß gehalten, große Augen, große Bilder. Also ja, sehr schöner Film. Der okay. Der wird im Oktober anlaufen. Vorher habe ich noch einen Film, auch mit dem Alexander Tuschinski, Five Lovers Down. Der hat Premiere im komischerweise im Ausland in Mykonos im September. Mykonos. Okay. Ja, da geht es also um Faust, Romeo, Cäsar, okay. Große, also fünf Lieben aus der großen Literatur. Diese Rollen darf ich dann alle begleiten. Also mich als 16-jährigen Romeo gibt es da auch. Es ist okay. Der ist eher lustig. Ja. Okay, aber das klingt ja eigentlich ganz cool. Also das heißt, du warst momentan ganz gut beschäftigt. Ja, das sehr ist ja gut. Cool. Und von Wojciech hast du uns einen Trailer mitgebracht. Da ist der Trailer. Dann schauen wir uns den Trailer jetzt mal an. Thank you.
Ja, auch interessant. Das ist also auf jeden Fall ganz was anderes. Das ist halt jetzt mehr künstlerisch. Ja. Das zeigt halt, dass man immer nicht nur das Gleiche spielen soll. Gut, ich spiele immer ein bisschen den wahnsinnigen, blutzerlegenden Ich-schneid-dich-mal-auf-Typen. Aber ja gut, das ist halt mein Rollenklischee. Ich mach's aber gerne. Du machst es gerne. Okay, das ist ja auch schön. Mhm. Würdest du denn gerne mal was ganz anderes spielen? Ich spiele oft auch ganz andere Sachen. Also die will dann zwar keiner sehen. Ich habe auch schon, ich sage mal, eine Hippo-Elfe gespielt. Da war ich 3 Tage lang als Elfe im kurzen Ledermini unterwegs. Mit tollen, langen, blonden Haaren. Das war sehr lustig. Ich habe Orks verführt. Das hat sogar einen Trash-Preis gewonnen. Aber es war sehr cool. Doch, war sehr cool. Okay. Gut, was sind denn deine nächsten Projekte? Was hast du demnächst vor? Ab Mitte August spiele ich im Film Mampf. Mampf. Das ist eine groteske, eine Wiederverfilmung von Das große Fressen aus den 70ern. Okay. Da fressen also die Leute, bis sie tot umfallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das passiert dann. Und dann, ab September bin ich dann im Ostblock unterwegs, sage ich immer. Ich drehe in Warschau, in St. Petersburg, in Litauen, England und Stockholm. Und zwar geht es um den Film Bloody Shadows. Das ist ein schwedisch-polnischer Film, wo ich König Wilhelm II. Von Baden-Württemberg spielen darf, der Anfang oder Ende 19. Jahrhundert eine russische Frau da gefunden hat und mit der zusammen auf Bärenjagd war. Mhm. Auch was relativ Blutiges, weil es halt wirklich um den Kampf mit dem Bären mitten in der Taiga geht. Ein Abenteuerfilm, ja. Okay. Aber auch mit sehr viel Sex, das ist die zweite Schiene, auf der ich unterwegs bin. Von daher ist alles dabei, was man nicht vermissen darf. Alles, was man nicht vermissen darf, okay. Das klingt auf jeden Fall gut. Und du hast noch was anderes vor. Hast du so in den Raum geworfen? Guter Hinweis, ich habe mehrere Sachen vor, genau. Ich bin auch ein Förderer der Filmidee, so wie du es ja auch machst. Ich würde gern alle Leute, die in und um Stuttgart wohnen, aufrufen. Ich möchte gern einen Film Talk BW ins Leben rufen. Also das gleiche, was ihr hier so treibt, was ich sehr gut finde und sehr fördernd finde, in Baden-Württemberg, sprich in Stuttgart machen und würde jeden auffordern, sich da zu melden. Es braucht nicht viel, es braucht nur ein paar Leute, die mit anpacken und ein paar Ideen und Kreative haben wir auch, man muss sie nur mal vorstellen. Und wenn nicht, holt mal irgendjemand aus Düsseldorf. Genau. Also ist gar keine Sache, das versuche ich jetzt zu betreiben und voranzutreiben. Mhm. Das ist ein Projekt. Ich mache noch was ganz was anderes Verrücktes, wo ich auf sehr viel Kritik stoße, mach's trotzdem. Ich möchte gern einen YouTube-Channel machen für paranormale Phänomene. Mhm. Also nicht so ein Geisterjäger-Sachen, also sowas vielleicht auch. Aber ich würde gerne durch ganz Deutschland fahren, Leute besuchen, die irgendwelche Erfahrungen haben, interviewen, auch vielleicht mal Ghost Hunter begleiten und werde dann auch durch diese Region wiederkommen, wenn ihr sowas auch habt wie... Bestimmt. Wenn nicht, dann sind halt lebende Geister. Also auf jeden Fall suche ich da auch Leute, die in ganz Deutschland bereit sind, also einmal über ihre Erfahrungen zu reden und dann auch verschiedene Filmteams in ganz Deutschland haben, die praktisch in verschiedenen Arten unterwegs sind. Ich stelle mir so 10 Filmteams quer durch Deutschland vor, das ist natürlich ein Riesen-Act. Ja. Ich sag mal, Geschichten gibt es mehr als genug. Meine erste Geschichte werde ich im Rahmen von den Bloody Shadows in Polen drehen, weil da ist jemand, den ich besuche und dann nehme ich das Filmteam da gleich mit und dann kann man es gleich machen, kostet nichts. Und Schwabe. und so ist dann der nächste Schritt, das in ganz in Deutschland zu machen. Und da hoffe ich einfach auch, eigentlich ist die Community für diese paranormalen Phänomene, außerirdischen, was man immer auch will, so groß, dass sich jemand finden müsste. Das denke ich auch. Ich meine, ich habe ja eben, als wir losgefahren sind, habe ich erzählt, das wurde wahrscheinlich nicht aufgenommen, dass wir in Düsseldorf ja den Schlossturm haben, der im Schloss mal dazugehört, das abgebrannt ist, der Turm ist übrig geblieben. Und da wird halt auch gesagt, dass da noch eine Hexe lebt und da wirklich rumgruselt und rumhuscht. Und das kann man sich dann angucken, wenn man im Café sitzt. Da sind auch Leute, die können auch ihre Geschichten dazu erzählen. Das ist natürlich die Frage, wenn ich dann komme, wollt ihr danach die Hexe noch haben oder soll sie dann weg sein? Nö, die soll ruhig da bleiben. Da zieht ja ein paar Touristen. Nein, aber das finde ich cool. Also die Idee finde ich gut. Und das soll aber dann schon wirklich Leute haben, die wirklich meinen, dass sie was erlebt haben oder tatsächlich auch fiktive Sachen. Ich möchte also alles real haben. Mhm. Ich möchte es auch nicht als Action-Sache sehen, sondern ich möchte es als wissenschaftlich fundiert, das ist auf dem Bereich sehr schwierig, aber auch so eine Mischung haben aus, dass die Leute halt wirklich erzählen, was ihnen passiert ist, ohne dass sie gleich zu Tode kritisiert werden. Und ich möchte dann auch Diskussionen und sowas natürlich auch haben, wo dann wirklich Parapsychologen, gibt es ja auch einige, in Freiburg zum Beispiel gibt es da so einen Stuhl, der das auch lehrt, auch was mit einbeziehen, sodass das Ganze nicht zu albern kommt, weil da gibt es viele Sachen, die sind so, dass jeder sagt, oh, das ist Schwachsinn, das brauchen wir nicht. Ich möchte es doch schon ein bisschen ernsthafter angehen, ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht und das wäre einfach eine Sache, die mich interessiert. Okay,
Das klingt auf jeden Fall super. Also du hast einiges vor, momentan auch einiges in der Mache. Also das klingt gut. Da können wir uns auf einige Sachen freuen. Ja, man wird ein Losdurchbruch mit ungefähr Mitte 50 angestrebt. Nein, finde ich super. Also das würde ich gerne alles mit unterstützen, wo ich irgendwie helfen kann. Also Funktop.bw finde ich super. Ne, dass man da vielleicht eben den zweiten macht, dass wir uns gemeinsam eben irgendwo unterstützen können. Wir machen jetzt eine Serie. Wie viele Bundesländer haben wir? Zu viele. Nein, das passt nicht in jedes Bundesland. Manche haben ja überhaupt keine Filmszene, deswegen das kannst du ja vergessen. Du, man kann auch unser Export hier, man kann uns bestellen. Nee, das wollen wir nicht. Wenn, dann musst du schon. Ich kenne Zugverbindungen in jede Richtung. Okay, na gut. Okay, Thomas, dann bedanke ich mich bei dir. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Die Trailer waren super und ich bin gespannt auf die fertigen Filme. Ja. Und dann kann man ja dann vielleicht nochmal einen kleinen Bericht machen oder was auch immer. Und dann viel Erfolg gerne für deine weiteren Sachen. Komm, danke, ich kann's verändern. Alles klar. Ciao. Danke. So, meine Lieben, mein nächster Gast ist da und es ist der Sean Wu. Ist das dein wirklicher Name? Sean Wu? Wirklich Wu? Nein, tatsächlich wird man alles ran. Hallo, hallo. Mikrofon. Oh ja. Hallo, hört ihr mich? Ja. Yeah. Nice. nein, Sean Wu ist mein Künstlername tatsächlich. Ich okay. habe irgendwann mal, als ich mich damals bei Facebook angemeldet habe, wollte ich meinen richtigen Namen nicht angeben. Ich habe nur die ersten beiden Buchstaben genommen, Wu, und hat sich irgendwie so etabliert und habe ich irgendwann das auch offiziell als Künstlernamen auch angemeldet. Das ist eigentlich cool. Ich meine, du stehst ja überall so. Selbst jetzt beim Charity Video Award, wo er nämlich jetzt in der Jury sitzt, das finde ich auch sehr cool. Da cool. steht ja auch Sean Wu, ne? Das genau. heißt aber, der Name ist schon wirklich Programm. Darunter wirst du auch gefunden überall. Genau. Also immer, alles was ich filmisch mache, ist immer als Sean Wu. Ja, das ist doch cool. Wie heißt du denn dann wirklich? Mein richtiger Name ist Budorowitz. Budorowitz? Ja, genau. So siehst du auf jeden Fall auch aus, das stimmt. Okay. Nein, das passt ja auch überhaupt nicht. Na, alles cool. Dann ja. ist schon Bu auf jeden Fall gut. Ich dachte mir eben auch, den Namen kann man sich nicht so gut merken und Bu ist irgendwie doch sehr eingängig. Und, das stimmt. Sehr, sehr, also sehr speziell irgendwie. Okay, das stimmt. Ja. Ich weiß ja nicht, wer den Mann alles kennt. Wahrscheinlich von den Leuten, die hier sitzen, müsste es ja jeder Dritte sein, fast, oder jeder Vierte. Der Mann hat die Welt in Aufregung gebracht, letztes Jahr. Er hat diesen Star Wars Fanfilm gemacht. Darüber muss man wirklich mal reden, auch wenn du es vielleicht gar nicht mehr hören magst, weil der Hype war ja letztes Jahr extrem groß. Und zwar Darth Maul Apprentice. Ne? Das war ja richtig. Super Hype. Das Ding hat wie viel mittlerweile? Fast 15 Millionen, oder? Aktuell 13,7. Okay, also fast 14 Millionen Klicks bei YouTube. Das Ding ist so durch die Decke gegangen. Danke! Es ist natürlich leider ein Fanfilm und mit Fanfilmen darf man kein Geld verdienen, ne? Aber richtig. Zumindest ist er dadurch bekannt geworden. Wie bist du auf die Idee gekommen, wirklich so einen Fanfilm zu machen? Ist das dein Abschlussfilm gewesen an der Uni oder wie kamst du darauf? Genau, also es war mein Abschlussfilm, meine Bachelorarbeit, aber die Idee, den Film zu machen, habe ich eigentlich schon viel länger gehabt und auch ursprünglich ohne daraus einen Bachelor machen zu wollen. Ich bin halt ein riesen Star Wars Fan. Das war auch meine Hauptinspiration als Kind schon in der Grundschule, mich für Film zu interessieren und mir so den Weg zu eröffnen, wirklich dahin zu gehen und das Ziel zu verfolgen. Und es war immer schon so ein Traum. Und es gibt halt eine ziemlich große Star Wars Fanfilm-Szene, schon seit bestimmt 20 Jahren mittlerweile. Das sind hauptsächlich Amateurfilme von Fans, die sich am Wochenende treffen und irgendwie Star Wars Szenen darstellen mit Kostümen und sowas, weil Lichtschwertkämpfe. Und es war immer so eine, auch so eine kleine Inspiration zu sagen, ich will auch mal sowas machen. Und tatsächlich mein allererster Kurzfilm, den habe ich in der Schule gedreht, in der 10. oder 11. Klasse, war auch ein Lichtschwertkampf. Das war so mein erstes Herantasten daran. Und es war immer so ein Wunsch, irgendwann nochmal sowas zu machen, aber in gut, in besser, in professionell. Und im Laufe des Studiums habe ich halt auch viele Leute kennengelernt, unter anderem Vidan Tran, der mit dem ich super viel zusammen gemacht habe, super viele Filme. Und der ist halt so ein Martial Arts Experte und Choreograf. Und wir beide hatten immer das Ziel, Hollywood-Qualität zu erreichen. Es war immer so dieses, im Studium macht man halt tatsächlich sehr viel autodidaktisch und man guckt einfach, wie viele Projekte man machen kann und so. Und immer dieses Ziel gehabt, diesen Look irgendwie zu erreichen, diese Qualität auf allen Ebenen. Und irgendwo hatten wir das Gefühl, wir sind auch ganz gut in der Hinsicht gelevelt. Und ich hatte halt dann irgendwann so diesen Punkt, wo ich dachte, okay, bevor ich das Studium beende, muss ich nochmal einen Star Wars-Film drehen, weil wenn ich fertig bin, dann geht das nicht mehr. Dann kommt das richtige Arbeiten und das harte Leben und du kannst nicht mehr experimentieren, so wie im Studium. Und das war halt immer noch so ein Kindheitswunsch, der so da war. Und ich dachte halt, so wie wir das aufziehen, kann es was werden, was man so noch nie gesehen hat.
also online. Das war halt von Anfang an auch der Gedanke, diesen Film nicht zu machen für Festivals, nicht für Wettbewerbe oder sowas. So wie die meisten Studenten haben halt immer ihre Kurzfilme oder Abschlussfilme gemacht, mit dem Ziel, die an Festivals zu schicken und darüber auch gesehen zu werden. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass, also sagen wir so, es ist recht schwierig, finde ich, an Festivals zu kommen. Und gerade mit einem Star Wars Film dachte ich, es ist eh kein Film, der da irgendwo Platz hat. Wahrscheinlich wird es eher belächelt als irgendwie positiv aufgenommen. Und ich habe halt gedacht, das ist ein Film, den will ich nicht nur auf Festivals zeigen, ich will den Film allen Menschen zeigen, die den Film sehen wollen. Das heißt, ich will ihn online stellen. Also der ist wirklich für YouTube in der Hinsicht gedreht. Und ich war mir halt bei der Idee, habe ich mir gedacht, das ist etwas nicht, was ich selber sehen will, sondern etwas, was viele Star Wars Fans sich gerne angucken wollen. Irgendwas, was ihnen vielleicht sogar gefehlt. Also die Idee ist auch entstanden, noch bevor Disney ihren neuen Film angekündigt hat, wo ich dachte, jeder hat irgendwie Bock auf mehr Star Wars. Also viele Star Wars Fans sowieso, aber auch generell Kinoliebhaber. Und so kann man den Leuten und mir selber auch nochmal einen kleinen Star Wars Film geben. Und dabei war der Ansatz eben auch zu sagen, nicht so wie alle anderen Star Wars Fanfilme vorher, die immer irgendwo gezeigt haben oder die immer amateurhaft waren. Ganz egal, manche hatten die super geile Kostüme, manche hatten die wirklich gute Kampfszenen, manche hatten wirklich gute Effekte, manche waren auch richtig aufwendig, aber alle waren immer irgendwo offensichtlich ein Amateurfilm. Und ich dachte, wenn wir das machen, dann müssen wir es so machen, dass jedes Element des Films auf dem allerhöchsten Niveau ist, dass man wirklich denken könnte, das ist original. Genau. Und dann, also ich habe Vidan erwähnt und mich, und dann gibt es noch eine dritte Person, die sehr wichtig war bei dem Film, das ist Ben Bergmann, ein Stuntman-Cosplayer-Kostüm- und Requisitenbauer, der diesen Charakter Darth Maul schon viele Jahre auf Conventions dargestellt hat. Er hat das Make-up, macht er selber, der macht das Kostüm selber und so. Und ich hatte schon wieder lange vor, irgendwie einen Star Wars Film zu machen, auch mit Ben, weil er ein riesen Star Wars Fan ist. Und dann habe ich ihn einmal live erlebt, in dieser Rolle, als Darth Maul, einfach so, face to face. Und ich war so geflasht davon, wie unglaublich authentisch er ihn darstellt, nicht nur vom Make-up her, sondern auch von der Mimik, vom Spiel. Er hat ihn komplett verinnerlicht, diesen Charakter. Und ich habe es einfach gesehen und dachte, okay, dieser Mann ist einzigartig auf der ganzen Welt. Nicht nur wegen dem Make-up und dem Spiel, sondern auch, weil er eben auch noch ein Stuntman ist und kämpfen kann. Er bringt alles zusammen, was diese Rolle braucht, und es gibt niemanden auf der Welt, der das auch so zusammenbringt. Ich dachte, keinen Film über diesen Charakter zu machen, das wäre ein Verbrechen. Und dann habe ich halt das ganze Skript so aufgebaut, dass ich das, also habe ich ihn quasi als Main-Character genommen und habe mir halt auch dabei gedacht, das ist cool, weil den kleinen Twist, den ich dann da reingebracht habe, ist, alle Star Wars Filme sind aus der Perspektive des Guten erzählt, immer. Und die sind ja auch Familienfilme und für Kinder auch geeignet. Und auch die ganzen Fanfilme und auch viele Bücher und Spiele zu Star Wars sind immer aus der Sicht des Guten. Und dann dachte ich, es wäre mal geil, was aus der Sicht des Bösen zu machen, ein Film über das Böse. Und so in dem Trend von Game of Thrones war auch gerade sehr aktuell und beliebt, und ich habe es auch gefeiert und dachte, es ist auch geil, damit irgendwie ein bisschen düsterer, ein bisschen härter zu werden, ein bisschen böser zu werden, was man Star Wars hat sonst so nicht sieht. Genau, das so zum Hintergrund. Okay, auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, da hast du natürlich dann nicht 3 oder 4 Wochen dran gesessen, wie ein anderer Student an seinem Film, sondern wahrscheinlich schon ein bisschen länger, oder? Ja, tatsächlich hat es 2 Jahre gedauert, vom Drehbuch bis zum Release. Und das Ganze fing auch nicht als Bachelorarbeit an. Ich habe halt das einfach als freies Projekt in die Hand genommen und daran gearbeitet. Und irgendwann war ein Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, das wird jetzt so groß und so aufwendig. Und auch noch der Support, den man bekommt, wenn man eine Bachelorarbeit macht, ist einfach sehr sinnvoll für den Film. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache daraus einfach meine Bachelorarbeit und mache damit meinen Abschluss. Weil mein ursprünglicher Plan war, erst den Film zu machen als freies Projekt und dann meine Bachelorarbeit. Aber da ich eh schon viele, viele Semester über meiner Regellaufzeit war und dann dachte, irgendwann muss man mal zum Ende kommen und ich dann sonst nicht fertig werde, war ich dann direkt verbunden, und da war das auch eine ziemlich, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Auf jeden Fall, hast du denn damit gerechnet, dass es wirklich so abgeht, wie es abgegangen ist, das Ganze? Oder gehofft zumindest? Oder? Gehofft auf jeden Fall. Ja. Also, dass es so krass und vor allem so schnell und auch so international abging, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich wusste schon, oder ich hatte einfach dieses Gefühl, ich habe sehr stark daran geglaubt, dass die mit der Idee und mit der Art, wie wir es umsetzen können und wollen, dass das schon das Potenzial hat, wirklich viele, viele Leute zu erreichen. Auf jeden Fall. Der Film war schon mal Thema bei mir im Filmtalk, weil ich habe die Svenja Jung interviewt, ja, cool. Und die hat ja bei dir mitgespielt. Und da hat sie halt wirklich ein Fass aufgemacht für den Studentenfilm. Weil ganz viele Schauspieler sagen mal, hier immer diesen Low-Budget, das muss man nicht machen. Doch, muss man machen. Und zwar Svenja ist das beste Beispiel,
weil Svenja hat ja mehrere Kinohauptrollen und ZDF, Ostfriesenkinder, was weiß ich, ja. Sie hat so viel gespielt und sie hat selbst gesagt, dass sie es im Grunde durch die Rolle in deinem Film bekommen hat, weil sie eben zeigen konnte in dem Film, was sie kann und bei den Castern das eben zeigen konnte und dann haben die alle gesagt, wow, super, du wirst besetzt. Und sie ist jetzt wirklich im Grunde unser Jungstar in Deutschland momentan auf Platz 1. Alle möglichen Preise gewonnen, ne? Nachwuchs, beste Darstellerin und. Also das ist natürlich, ne, ein Zeichen zu sagen, da, mach Studentenfilme, ne, wenn es gute sind. Gute. Ja. Ich meine, es gibt ja genug Sachen, die irgendwie gedreht werden und dann versinken die irgendwo und werden nie mehr gezeigt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Die Frage ist, ob du jetzt so eine Frau heute nochmal kriegen würdest für so einen Film, jetzt wo sie so ein Star ist. Klar, du hast natürlich wahrscheinlich Kontakt weiterhin zu ihr, aber das ist auf jeden Fall ein guter Aufstieg. Jetzt gab es letztes Jahr natürlich dann ganz viele Gerüchte, ne, von wegen Hollywood hat sich bei dir gemeldet und dies und das. Hat sich durch den Film, haben sich dadurch Türen geöffnet für dich? Hast du Chancen bekommen, andere Sachen zu machen? Das stimmt auf jeden Fall. Also wir haben aus Hollywood von einigen Agenturen aus Hollywood Anfragen bekommen. Nicht direkt irgendwie Jobanfragen oder sowas, sondern einfach so ein Kennenlernanfragen, Meet and Greet und sowas. Ich würde sagen, ja, es haben sich Türen geöffnet, aber es ist aktuell noch nichts daraus entstanden. Jan und ich sind auch nach LA geflogen, nach Hollywood, und haben einige Agenturen kennengelernt, wurden auch ziemlich cool rumgeführt in verschiedenste Studios. Wir waren bei Sony, wir waren bei 20th Century Fox und vielen kleineren, haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, uns vorgestellt und sich gegenseitig beschnuppert. Und sie waren auch alle sehr begeistert und letzten Endes war es aber immer so, bevor wir nichts Eigenes vorzuweisen haben, kann auch nichts passieren, weil Star Wars ist eben Lizenz geschützt. Richtig, ja. Genau. Und wir sind auch noch nicht so weit gekommen da, um direkt mit Disney oder Lucasfilm Kontakt aufzunehmen. Von daher hängt vieles immer davon ab, Drehbücher zu schreiben, Ideen zu haben, Ideen zu entwickeln, weil wenn man da viele Sachen im Petto hat, dann kann man schon direkt sagen, hier, ich habe da was, was wir zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Genau, und deswegen ist daraus auch erstmal noch nichts geworden. Aber du hast aktuelle Projekte, die du natürlich umsetzt. Also wahrscheinlich Sachen, die du sowieso immer schon mal geschrieben hattest oder was auch immer, was so in den Schubladen lag und jetzt sagst du, okay, jetzt mache ich das erstmal, um das vielleicht dann zeigen zu können und dann vielleicht Geld zu kriegen für größere Projekte. Das ist auf jeden Fall der Plan für alles, was kommt. Also letztendlich ist es so, ich habe aktuell keine Drehbücher in der Schublade, die ich schon länger geschrieben habe. Ich habe eigentlich immer nur daran gearbeitet, wo ich gerade dran gearbeitet habe. Und deshalb ist bei mir jetzt gerade erst so wieder dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, jetzt muss ich wieder anfangen, Eigenes zu machen. Weil ich habe jetzt nach Star Wars extrem viel gearbeitet, Jobs gemacht, Musikvideos gedreht und solche Sachen. Und ich habe halt in den Star Wars Filmen sehr viel Geld investiert, eigenes Geld. Mir ist auch noch Geld geliehen und sowas. Und ich musste erstmal sehr, sehr viel Schulden abbezahlen und wieder Geld verdienen, weil, dadurch ist ja kein einziger Cent an Geld erwirtschaftet worden, ne? Nur investiert. Und deswegen war ich erstmal am Arbeiten, das ganze Jahr nur am Arbeiten und jetzt habe ich gerade aktuell mit meinem Bruder Julian Bam, vielleicht auch von ein paar Leuten Begriff, eine eigene Firma gegründet, auch zusammen mit einem Kumpel noch und wir sind jetzt zu dritt und wollen halt auch mit dieser Firma dann wieder eigene Filmprojekte umsetzen, die auch gleichzeitig immer ein Pitch sind für einen möglichen größeres, also einen Kinofilm, eine mögliche Serie, für was Größeres als nur ein Film, ein Kurzfilm. Ist auf jeden Fall wichtig. Ich meine, klar, deinen Bruder muss man auch ansprechen, ne? Also dein Bruder ist ja immer einer der wichtigsten YouTuber in Deutschland. Der hat ja auch jetzt beim Weltvideopreis wieder einiges abgesahnt. Und da ist natürlich auch die Frage, ich meine, das ist endlich, nicht unendlich bei ihm. Ja. Ich denke mal, das wird noch ein paar Jahre so laufen und dann muss er sich natürlich auch auf was konzentrieren, weil dein Ding baut sich mit der Zeit auf und ist dann halt fürs Leben im Grunde, ne? Und er hat natürlich jetzt so viel Einfluss und so viel Möglichkeiten durch seine Follower, dass das natürlich gemeinsam doch eigentlich eure Sachen nach vorne bringen müsste, wenn er das so ein bisschen pusht, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch eine große Hilfe natürlich. Interessanterweise muss man dazu sagen, dass ich bei dem Star Wars natürlich auch gedacht habe, durch meinen Bruder haben wir schon mal einen super guten anfänglichen Push für den Film in Deutschland, ne? Weil er macht natürlich auch dafür Werbung und dann kriegen wir damit schon mal viele Klicks. Und das Witzige ist, dass tatsächlich das gar nicht so viel Auswirkung hatte. Wir haben es leider auch da so ein bisschen, oder ich habe es leider ein bisschen vermasselt, oder sagen wir, die Technik hat vermasselt. Wir hatten ein Video gedreht zusammen, also für sein wöchentliches Video, wo er den Film promotet, wo ich auch auftauche. Und das sollte gleichzeitig online kommen. Der Star Wars Film und dieses Video. Das heißt, die Leute, die das Design-Video sehen, können direkt
eine Verlinkung sehen, auf den Film klicken, aber leider wurde der Film nicht fertig. Einer von sechs. Das Rendern ist immer wieder abgestürzt. Ich habe dann ein paar Tage nur damit beschäftigt, mit der Fehlersuche, bis es endlich exportiert wurde. Habe dann anstatt Freitagmittag in der Samstagabend hochgeladen. Und tatsächlich muss man sagen, wenn man das so verpasst, das ist wirklich so ein Zeitfenster. Sie gehen direkt 300.000 mögliche Klicks weg. Und das heißt, der Film ist tatsächlich aber von Anfang an trotzdem viral gegangen. Durch Amerika. Also er ist in den USA halt extrem schnell, extrem früh viral gegangen. Wir hatten dann fast jeden Tag in der ersten Woche 1 Million weitere Klicks und die kamen fast alle aus dem Ausland. Das war ziemlich beeindruckend und auch irgendwie interessant zu sehen, wie so ein bisschen diese Teilmentalität, Online-Teilmentalität so in verschiedenen Ländern funktioniert. Okay, ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, diese Logarithmen und so. Die versteht sowieso keiner so richtig. Ne? Es gibt immer, wird immer gesagt, die Zeiten muss man nutzen oder dann muss man was hochladen oder auch genauso bei Instagram oder Facebook oder was auch immer. Gut, kann man sich dran halten, vielleicht funktioniert es ja wirklich. Wenn du jetzt gerade sagst, hier muss eine bestimmte Zeit sein am besten. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass viele gerade der YouTube-Nutzer auch eben vom Fernsehen weg sind. Früher war immer 20 Uhr Tagesschau, sonntags 20.15 Uhr ist der Tatort. Dass vielleicht manche auch bei YouTube eine feste Zeit brauchen. Da war ja irgendwann mal ein Kanal, die haben auch gesagt, jeden Freitag 16 Uhr bringen wir unser neues Ding. Dass sich die Leute da auch dran gewöhnen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Das machen auch, glaube ich, alle Großen so, dass sie feste Zeiten haben. Also auch wichtig. Hast du denn momentan Sachen, wo du sagst, ich drehe jetzt wirklich nochmal was aus Herzblut oder hast du nur Aufträge, um eben jetzt wirklich Geld reinzukriegen? Oder drehst du genau irgendwas, wo du sagst, das ist nochmal ein Ding? Das kommt auf jeden Fall wieder. Also ich habe, wie gesagt, sehr viel gearbeitet und auch jetzt aktuell immer noch weiter am Arbeiten, gerade weil wir jetzt diese Firma aufbauen. Aber ich merke einfach, dass da so ein Riesenloch entsteht bei mir, wo ich wieder was brauche, wo ich wieder Herzblut reinstecken kann und wo ich wirklich so mein eigenes Ding, meine eigene Geschichte machen kann. Und das heißt auch, dass das nächste Projekt auf jeden Fall was ganz Eigenes wird. Also nicht bei Star Wars oder irgendeine andere Sache, die es schon gibt, sondern es war natürlich toll bei Star Wars, weil ich nicht nur das unglaublich, also natürlich einfach aus der Leidenschaft und die Liebe für Star Wars auch machen wollte, aber weil man natürlich auch wusste, weil ich wusste, dass die Fanbase von Star Wars gigantisch ist und automatisch das Potenzial da ist, viele Leute zu erreichen und viele Klicks zu kriegen. Und das gibt es natürlich, diesen Vorteil hat man natürlich bei ganz neuen Ideen nicht, aber das war trotzdem gut für diesen einen Film, diesen, so eine Art Einstieg zu bekommen oder sich auf sie aufmerksam zu werden zu lassen, weil man so eine Plattform hatte, um auch ein bisschen zu zeigen, so, was kann man oder worin hat man Erfahrung. Star Wars war auch deswegen ein spannendes Thema für mich, weil ich sehe halt jedes Filmprojekt immer als Übung, als nächsten Schritt. Jedes Filmprojekt oder also jedes eigene Filmprojekt, was ich gemacht habe im Studio, musste immer das vorherige toppen, im Aufwand, in der Art, wie man herangeht, immer was Neues lernen dabei und immer besser werden. Und Star Wars war deswegen toll, weil das so viele verschiedene Bereiche mit in sich hatte, die viele Kurzfilme, die jetzt so entstehen, so in meiner Umgebung, gar nicht so haben, weil meistens, muss man so zu verallgemeinern, viele Dramen und viele solche Sachen, die eben real sind, ne? Die jetzt einfach hier und jetzt spielen, die man, wo so ein paar Bereiche einfach wegfallen da. Und bei Star Wars war es halt so ein ganz großer Aspekt natürlich World Creation, also einfach, weil ich wollte den Zuschauer in eine andere Welt entführen, das aber ohne Budget und das auch ohne, dass man zu viel digital macht. Und wie macht man das? Und ich will eigentlich nicht unbedingt immer nur in einem Wald drehen oder sowas. Letztendlich haben wir trotzdem in einem Waldstück teilweise gedreht, aber trotzdem war es auch so ein Riesenaspekt, die richtigen Kulissen zu finden, aber auch das Produktionsdesign dahinter, weil mir war halt auch so, mein Anspruch dahinter war, ich will nicht einfach nur all die Kostüme kopieren, alles wiederholen, was Star Wars halt bietet, sondern ja, Darth Maul ist aus dem Film, der sieht auch genauso aus und auch das Kostüm und die Maske, aber alle anderen Figuren sind eigene Kreationen, das heißt, die ganzen Jedi haben eigene Kostüme, die extra designt wurden, die Raumschiffe und die Technologie, die auch vorkommt, oder der Tempel von Darth Maul, das sind alles Sachen, die ich extra designen wollte, um auch eben mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie geht man da ran, wenn man eine Welt erschafft, was für Gedanken stecken dahinter, mit welchen Leuten arbeitet man zusammen, um diese Designs zu entwickeln, mit welchen Leuten arbeitet man zusammen, um diesen riesigen Aufwand an Visual Effects auch umzusetzen. Und genau, Visual Effects, ein anderer Punkt, Sounddesign und Musik, das sind alles Sachen, die nochmal eine ganz andere Dimension haben als bei den meisten anderen Projekten. Und das war einfach, weil ich also mein Ziel und mein Traum ist halt eh immer Hollywood. Das ist halt immer diese Art von Film. Und das war halt der perfekte Film, um quasi all diese Bereiche, die bei Hollywood-Filmen irgendwie wichtig sind, zusammenzukriegen und darin Erfahrung zu sammeln. Auf jeden Fall. Wer den Film noch nicht kennt, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der ihn nicht kennt, zeigen wir da jetzt auch mal von meinem Trailer für alle ja, zu dem Film. Ja, gerne.
Ja, finde ich alles super spannend und ich weiß ja nicht, ob du auch offen bist dafür, für Ideen von anderen jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir haben Drehbücher hier liegen und dir mal was zuschickt, dass du einfach auch sagst, okay, vielleicht ist da ja so ein Herzblutding bei, ne, dass du sagst, okay, ich bin da als Regisseur da mit meiner Produktion einfach da und das machen wir das Ding oder so, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, absolut, nee, ich bin absolut, also ich würde mich unglaublich freuen, mal auch mit anderen Autoren zusammenzuarbeiten oder andere Drehbücher zu lesen und andere Ideen zu bekommen, genau. Also ihr habt es gehört, ne? Wenn ihr irgendwie eine Idee in der Schublade habt oder irgendwas, da winkt schon einer, genau. Also Sean ist dafür da. Das winken ganz viele, ja, also cool. Siehst du, hör mal, funktioniert doch. Ne? Also schickt ihm das zu und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Und wenn das nur halb so gut wird wie der Star Wars Film, dann kann das ja nur nach oben gehen, oder? Ja, ja, vielen Dank. Danke dir und alles Gute. Ne? Danke, danke, ebenso. Danke. So, und diesmal habe ich zwei Gäste direkt auf einmal, weil die beiden hängen so ein bisschen zusammen, das werden wir noch später, jeder wird ein bisschen was über sich erzählen, zwar Yassin und der Ahmed, und die werden mir ein bisschen was über sich erzählen. Yassin kenne ich schon, mit dem habe ich auch schon zusammen gedreht, das ist irgendwie auch noch nicht so richtig veröffentlicht worden, also manche Sachen versinken immer irgendwie, ich weiß auch nicht, war eigentlich ganz cool. Und du bist auch Schauspieler, oder? Ja, genau. Ich bin auch Schauspieler, also ausgebildeter Schauspieler. Und wie hieß das nochmal, was wir gedreht haben? Schon Watch Your Words. Genau. Ist auch, das wurde noch nicht offiziell released. Ich habe letztes Mal nachgefragt. Ja, leider, ne? Es war auf jeden Fall cool. Da wurden ordentlich Flüchtlinge geplättet. Ja, das war eigentlich eine ganz coole Aktion, so. Also um die Leute ein bisschen aufmerksam zu machen, aber... Ja, schade. Was hast denn du sonst so gemacht? Also da haben wir uns gesehen. Du sagst, du bist ausgebildeter Schauspieler. Was hat man mit dir vielleicht schon sehen können? Ich war auch schon im Kino, im Fernsehen, also bei Alarm für Cobra 11, bei Dani Lowinski, mit Martina Hinitsch ein Sketch, bei Knallerfrauen, jetzt bei Rabenmütter, das ist auch sowas ähnliches, ganz neu. Also ein bisschen eher die Comedy-Schiene, oder was, momentan? Also ich muss sagen, ich mag Comedy, ja. Also Action-Comedy oder Comedy, Komödien, Dramedy heißt das eigentlich im Englischen, wie heißt das, romantische Komödien, so, ich kann mich drauf. Ja, ansonsten mache ich aber eigentlich alles. Also auch Action, auch Horrorfilme, alles, was mir Spaß macht. Also man ist ja schon so ein Schauspieler, das macht alles. Richtig, klar. Aber ist das dann eher so im Low-Budget-Bereich das meiste? Jetzt noch, wenn du sagst, so ein bisschen Action, klar, die Sachen, die du genannt hast, das ist ja Fernsehen gewesen. Ein bisschen Low-Budget-Kram auch, um eben mal ein bisschen was auszuprobieren? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich war ja auch zum Beispiel in den Staaten auch, um da ein bisschen Kontakt zu machen. Okay. Und da habe ich auch halt so einen eigenen Low-Budget-Film gedreht, oder Low-Budget, also ich habe am Ende $7 für ausgegeben. Ja. $7, okay. Ja, wir haben das wirklich, also die Idee war von Anfang an da, ich war ja für einen Monat da und dann habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall irgendwas Englischsprachiges drehen. Ich habe heute so einen Frosch im Hals, es tut mir leid, meine Stimme geht immer wieder weg. Jedenfalls, und dann haben wir wirklich alles, ich habe das erste Mal ein Drehbuch geschrieben, ich habe wirklich die Leute da gehabt, ich war in einer WG mit anderen Künstlern, da waren Schauspieler, Models, Kameraleute, alles da. Ich dachte, ey, du hast gerade die Möglichkeit, zieh das durch. Ne? Dann haben wir wirklich alles gemacht, dran gesetzt, alles geschafft, wir saßen die ganze Zeit und haben nach Ideen gesucht, haben aber nichts gefunden, was wir in diesen ja, 4 Wochen wirklich schaffen könnten. Und dann habe ich dem gesagt, okay, weißt du was, ich habe eine Idee. Dann habe ich einen Film darüber geschrieben, wie wir einen Film drehen wollen. Ja? Okay. Als das dann alles stand, hatten die Kameraleute leider keine Zeit mehr und dann war ich nur noch, ich glaub, für 2-3 Tage da. Dann haben wir wirklich wie wild gesucht und dachten, das wird nicht mehr umgesetzt und haben am letzten Tag, also an den letzten 2 Tagen noch jemanden gefunden und in 1,5 Tagen haben wir das wirklich irgendwie drehen können. Die Qualität ist echt gut. Echt gut, ist das irgendwo zu sehen? Ich sitze noch an der Bearbeitung, an dem Schnitt. Das okay. Aber ist ja auch wieder typisch, wenn dann sitzen da massig kreative Leute zusammen, ja, und irgendwie kommt nichts auf die Reihe. Ist ja eigentlich schade, ne? Wie viele Köche verderben den Brei oder so, sagt man dazu. Weil normalerweise muss das ganz fix gehen. Also wir machen das hier auch öfter mal, dass man wirklich irgendwo zusammensitzt, gemütlich, was weiß ich, in der Sonne, was Leckeres trinkt und sagt, hey, ich habe eine coole Idee. Ja, und 2 Wochen später wird es gedreht. Also eben, muss das sein, oder? So muss das sein, ja. Ich glaube, die sind in Amerika nicht so flexibel, oder? Ja, geht. Also ich muss sagen, ich habe da auch bei einem anderen Kurzfilm mitgedreht. Also ich habe viele Anfragen gehabt. Und das scheiße ein bisschen. Oh, Brücke, Brückenalarm.
Da geht die Party. Partyalarm hier, Brückenalarm. Okay. Ja, nee, also ich habe ja mich da auch viel beworben gehabt, aber ich hatte leider kein Arbeitsvisum. Das heißt, ich wurde viel angenommen, allerdings auch wieder abgewiesen, als ich dann gesagt habe, kann man das irgendwie so auch ohne Geld machen. Hauptsache, ich habe hier ein bisschen Material. Dann hieß es halt, nee, wir haben Angst und so. Beim letzten war ich ein bisschen schlauer, da habe ich gesagt, okay, habe angerufen, es gab Geld dafür. Ich so, wie sieht's aus mit dem Scheck? Brauchst du dafür einen Bankaccount? Die so, nein, brauchst du nicht. Ich so, okay, bin hingefahren, habe das abgedreht, als es dann fertig war, haben die mir einen Scheck in den Dann habe ich gesagt, ich habe vorher angerufen. Dann meinten die, ach so. Ja, okay, jetzt, dann hast du das Geld so hier auf die Hand. Okay. Und das haben die eingereicht, ja. Jetzt vor einem knappen Monat oder so in Houston bei einem Filmfestival. Und wir haben wirklich den Preis für den Remy Award für den besten Kurzfilm bekommen. Okay, das ist natürlich cool. Ja, also man muss da wirklich, das Gute ist, auch, das war auch so ein Studentenprojekt. Mhm. Ne, also das alles, das wird direkt alles eingereicht. Die sind da wirklich, die sind da nicht zimperlich. Die reichen alles ein und. Okay. Ja, cool. Ich meine, das muss hier natürlich auch mal passieren, weil hier gibt es genug gute Sachen, es gibt genug Festivals, aber irgendwie wird nicht immer alles mögliche eingereicht. Ne? Die Sachen liegen dann irgendwo. Genau. Und dann sagt der junge Regisseur vielleicht nochmal, ja, das gefällt mir noch nicht, kann ich noch nicht einreichen, dann sind die Termine durch. Na ja, gut. Hat dir das denn was gebracht jetzt für hier, dass du jetzt sagst, okay, ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt und habe Spaß gehabt, wie geht es jetzt hier weiter? Weil definitiv, also ich sag mal so, mein Ziel ist sowieso wieder rüber zu fliegen. Okay. Also es geht wirklich, ich will hier selber so ein bisschen halt auch selber, wie der Sean eben auch schon gesagt hat, so halt selber was drehen und auch auf die Qualität halt setzen. Ich habe ja so ein bisschen gesehen, wie das da läuft, wie die da arbeiten. Da ist wirklich alles sehr professionell, auch wenn es wie gesagt so ein Kurzfilm oder Studentenfilm ist. Ne? Die geben da wirklich, die leisten auch höchste Arbeit. Und genau das ist eigentlich auch so der Standard, was ich selber auch, weil ich habe auch viele Ideen, die ich umsetzen will, dann halt auch für mich erreichen will, um dann später auch rüberzugehen und halt in so Filmen mitzumachen wie bei Bad Boys oder Fast Films. Das heißt also, du legst deinen Fokus also tatsächlich eher auf die USA. Na gut, aber ich möchte erstmal hier ein bisschen was machen und ein bisschen Geld verdienen, damit man das überhaupt dann noch machen kann. Ne? Ja, klar. Also das heißt, du bist trotzdem offen natürlich auch in Deutschland für Angebote und alles, was so hier auch kommt. Ja, was machst du? Also ich bin wirklich offen für so Sachen. Ich muss auch sagen, weil das ist auch ein bisschen vielleicht komisch, aber jetzt als Türke zum Beispiel, ich würde gerne mal eine Rolle spielen, wo ich einen Schwulen spiele. Ne? Okay. Etwas, was mich herausfordert. So, ne? Okay. Oder halt auch irgendwie so den Softie. So. Ist bestimmt möglich. Ich meine, ja. Es wird so viel gedreht, jetzt hast du es auch noch gesagt, also wer weiß, wer jetzt auf dich zukommt, ne? Was da noch alles möglich ist. Jetzt hast du dadurch, okay, jetzt gibt es natürlich so gerade nicht so viel zu gucken von dir, aber von dir gibt es zumindest einen Tipp für mich. Ja, mein Herr Joel? Ja. Ansonsten, ich kann mal einen Teaser zusammenschneiden. Ist okay. Nicht, ne? Ja. Nur für dich, oder? Ich würde natürlich gerne mal gucken, dass wir was da haben. Ja. Aber sonst, du bist halt jetzt einer der wenigen zum Glück, der mir jetzt auch einen Filmtipp gibt, in Richtung, was ich da sonst immer gemacht habe. Du hast gesagt, du warst im Kino. Ja. Und hast Spider-Man gesehen. Ne? Spider-Man habe ich noch nicht gesehen. Und eigentlich habe ich mir natürlich gedacht, oh mein Gott, schon wieder Spider-Man. Ja, also es gibt schon so viele. Aber ich glaube, das ist eine andere Meinung. Jetzt immer was davon. Also ich muss sagen, ich bin schon immer ein großer Spider-Man-Fan gewesen. Und normalerweise, wenn jetzt ein Film rauskommt, sage ich, komm, warten wir ein bisschen oder warten wir bis zum Kinotag. Ne? Aber da hieß es bei mir direkt, am Tag oder am selben Tag, wo der rauskam, direkt ins Kino reingehen, zu der ersten Vorstellung mit ihm zusammen, auch mit meinem Kollegen hier. Und ich war einfach begeistert. Ich saß wie ein kleines Kind im Kino und dachte, weil ich muss auch sagen, erstens skeptisch. Ich dachte, oh, jetzt spielt er so einen 16-Jährigen und alles. Aber mit Iron Man zusammen, diesem ganzen MCU da, das Marvel Cinematic Universe, das war echt, ich bin immer noch geflasht. Okay, er ist geflasht und wir schauen uns den Trailer an. Strampelanzug! Hallo zusammen. Ich darf den Anzug behalten? Na klar, mir passt er nicht. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich. Was geht, Leute? Wartet mal, ihr seid nicht die echten Avengers. Aber das heißt nicht, dass du ein Avenger bist, falls du dich das gefragt hast.
Oh. Hier ist keine Umarmung. Ich mach dir nur die Tür auf. Oh. Okay, Kleiner. Viel Glück da draußen. Die Welt verändert sich, Jungs. Wird Zeit, dass wir das auch tun. Hör zu, Peter. Vergiss den fliegenden Monsterkerl. Es gibt Leute, die sowas handeln. Es nervt. Stark behandelt mich wie einen kleinen Jungen. Aber das bist du doch. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Leg dich nicht mit mir an. Sonst töte ich dich und alle, die du liebst. Das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Den habe ich halt auch schon öfter gesehen, bin aber noch nicht dazu gekommen, den Film zu schauen. Kann ich mir sagen. Okay, du kannst ihn empfehlen. Jetzt wollen wir dich natürlich auch nicht nur außen vor lassen da draußen. Gib ihm doch mal das Mikro rüber. Du bist kein Schauspieler. Ich bin kein Schauspieler. Aber du machst trotzdem was Kreatives. Ja, also ich mache über 12 Jahren Musik. Also seit 12 Jahren ungefähr. Und habe halt einfach mal so angefangen, Texte zu schreiben und ein bisschen mal Beat zu bauen. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist eine gute Alternative. Andere spielen Fußball, andere hängen ab. Und ich habe mir gedacht, warum mache ich nicht Musik? Und dort in Langfeld, ich wohne in Langfeld, im Jugendzentrum, habe ich einfach mal nachgefragt, habe gesagt, ich möchte Musik machen, habt ihr da irgendwie was für mich? Und da war wirklich ein Workshop und dort habe ich halt ungefähr 4 bis 5 Jahre meine Musik da produziert und geschrieben und kleine Mixtapes veröffentlicht. Und jetzt bin ich selber in der Produktion und versuche auch mit verschiedenen Künstlern aus verschiedenen Musikbranchen zusammenzuarbeiten. Und Okay, was ist das hauptsächlich für Musikrichtung? Was hast du gemacht und also, was wollt ihr jetzt produzieren? Hauptsächlich habe ich Hip-Hop-Musik gemacht und auch, ich bin auch Türke und oft auf türkischer Sprache, auch auf italienischer Sprache, also im Umkreis von Freunden haben halt immer verschiedene Sprachen, die auch Musik machen. Und letztes Jahr haben wir halt ein Album veröffentlicht, was türkisch und deutsch ist. Das Album heißt Combination, also Kombination. Und da wollten wir halt auch ein bisschen ein Zeichen setzen und zeigen, dass es auch ohne Schimpfwörter und ohne böse Wörter eine Zusammenarbeit machen können. Und das war echt spannend, also das war echt super. Also Multikulti-Rap anstatt Gangster-Rap, genau, sozusagen. Ja. Okay. Kannst du davon leben mittlerweile? Ja, nicht leben. Also ich tue es eigentlich für die Kunst. Also hauptberuflich mache ich es nicht. Aber da unsere Projekte jetzt, da wir unsere Projekte immer noch mehr aufbauen, immer weiter ausbauen, würde ich sagen, dass ich in die Richtung gehe. Okay. Gibt's von dir irgendwo was bei YouTube oder so zu sehen oder zu hören oder irgendwie? Ja, wir haben, also wir sind auf verschiedenen Social Media Plattformen und auf YouTube, auf Facebook. Wir heißen Fährmann Hip Hop. Okay. Und ein Kollege aus Herten, der heißt Tizzle, ist auch selber im Jugendzentrum beschäftigt. Und ja, da machen wir halt unsere, zeigen wir unsere Musik und laden was hoch. Okay. Und ja. Wir wollen jetzt auch jetzt Events machen, in dem Sinne halt, das heißt Space Jam, und wollen halt auch junge Künstler dazu bringen, dass sie auch deren Kunst und deren Musik auch zeigen können. Und deswegen sind wir auch hier im NRW-Bereich auch vertreten. Okay. Das finde ich gut, das ist sehr ambitioniert auf jeden Fall. Jetzt macht ihr beide also was, wovon ihr eigentlich nicht leben könnt, wirklich. Also müsst ihr was machen, wo Geld reinkommt. Und da habt ihr eine Idee für eine Dienstleistung. Ne? Und vielleicht funktioniert das ja, dass ihr dadurch Geld verdient, um dann eben eurer Leidenschaft weiter freuen zu können. Was ist denn diese Dienstleistung? Also das
Ja, also es geht jetzt nicht nur darum, dass wir unbedingt davon leben wollen, sondern uns kam einfach die Idee, ich habe mich mit einem anderen Schauspielkollegen unterhalten gehabt und es war eigentlich alles reiner Zufall, so wie es eigentlich immer ist. Ne? Ich habe damals, wo ich in der Ausbildung war zum Schauspieler, saß ich halt da und ich wusste, ich brauche als Schauspieler eine Homepage. Ich muss irgendwie online aufrufbar sein, auffindbar sein. Und habe dann halt wirklich so 6-9 Monate, weil ich das Geld nicht für hatte, habe mich einfach erstmal eingelesen und habe dann wirklich geguckt, wie kann ich mir selbst irgendwie die Homepage bauen. Ich habe es auch bis zu 70-80% geschafft, muss ich sagen. Aber dann kam ich nicht mehr weiter. Und irgendwann saß er bei mir und hat mir dann gesagt, aber das war Jahre später, saß er bei mir und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Homepages und er meinte, ich kann sowas. Ich so, echt? Guck mal meine Homepage an. Dann haben wir die komplett neu gebaut. Und dann saß ein Kollege bei mir, ein Schauspielkollege, der meinte auch, hey, ich komme damit nicht klar, wie können wir das machen und so. Dann habe ich gesagt, ich kenne da einen Kumpel, der kann das machen. Und da kam mir die Idee, ich so, Moment mal, ne? Lass doch, dann habe ich ihn angerufen, ich so, lass doch sowas für alle Künstler anbieten, egal ob es Schauspieler sind, Models sind, Musiker sind, Tänzer sind oder auch hier bildende Künstler sind. Ne? Lass uns einfach das mal machen und lass es auch irgendwie wirklich ausrechnen, dass das günstig bleibt, dass das fürs Budget auch von angehenden Künstlern auch reicht, ne? Dass jeder zumindest schon mal seine Homepage hat und lass unser Fokus wirklich nicht, jetzt ich sag mal, ich will keinen Namen nennen von anderen Unternehmen, aber allgemein halten, sondern wirklich unser Fokus soll auf Künstlern liegen. Ne? Und wir bieten zum Beispiel auch bei uns jetzt auch an, bei den Paketen auch direkt so ein About Me Video, das ist inklusive, weil das braucht man ja heutzutage. Und auch so eine Setcard zum Beispiel, womit man sich bewerben kann. Also ich bewerbe mich sowohl bei Modeljobs als auch bei Schauspieljobs nur noch mit meiner Setkarte, wo die Bilder drin sind. Ne? Das ist alles wirklich so ein Komplettpaket, das, wie man es so zur Bewerbung wirklich braucht. Und da wir beide so aus der Branche kommen, haben wir gesagt, okay, sein Know-how für Musiker, mein Know-how für Schauspieler und Models und es ergänzt sich und wir haben wirklich noch nicht mal offiziell anfangen können, da hatten wir schon über 10 Anfragen gehabt. Okay, ja, schon nicht schlecht. Ich meine, klar, jeder braucht irgendwas und die meisten Schauspieler sind auch nicht so gut repräsentiert mit Homepage und allem drum und dran, ist wirklich wichtig. Also wer was braucht, wer Interesse hat, ne, beim Yassin melden oder auch beim Achmed melden. Ne? Ja, artisto.com. Stell das hier drauf. Ja, ja. Da haben wir es, einmal hier. Einfach mit .com oder .de, A-R-T-I-S-T-O. Euch gibt's auch, genau, okay. Ja, wie der Yassin schon gesagt hat, wir leben in einer Online-Welt. Die letzten 5-6 Jahre sind wir ständig online. Social Media ist unser Alltag geworden. Und für Künstler ist es auch sehr wichtig, also ich kann als von mir reden, ich habe ein Werk, ich habe eine Kunst und die möchte ich mit anderen teilen. Und das geht halt nur mit Social Media. Aber Social Media ist nicht alles. Und eine Homepage ist wirklich auch ein sehr wichtiger Bestandteil, was auch Reichweite angeht. Und ich habe halt die Yassins Homepage dann gemacht und er hatte auch direkt Anfragen bekommen und auch positive Feedback bekommen. Und hat gesagt, super, ne, aus Los Angeles oder aus den Staaten hast du sogar positive Feedback bekommen. Und das ist halt eine digitale Visitenkarte für einen Künstler. Egal, ob er Bildhauer ist oder Musiker, Schauspieler, ist eigentlich relativ egal. Nenn dein Beispiel mit dem Porsche. Genau, zum Beispiel, es bringt mir nicht, wenn ich einen Porsche in der Garage habe und eben nie fahre. Warum soll ich meinen Porsche nicht fahren können? Ich habe ein super Auto, aber ich kann es nicht fahren. Wieso nicht? Keiner sieht es. Und so sehe ich das auch mit der Homepage. Ne? Und ja, das war halt dann unsere Idee. Ne? Okay, ich finde es auf jeden Fall super. Aber eine ganz kleine Kleinigkeit. Ja. Also wir machen auch dazu noch so eigene Produktion, sowohl Musikproduktion, also wir kooperieren mit anderen Musikstudios und auch so Imagefilme. Und also mein Ziel ist auch selber halt auch in die Richtung Kurzfilm und so auch zu gehen und das halt auch dann später auch international. Also wir haben auf jeden Fall mehr bei uns drin. Okay, klingt auf jeden Fall gut. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass das mit der Homepage-Erstellung funktioniert, dass vielleicht einige der Darsteller oder Künstler auf euch zukommen, ihr damit so viel Geld verdient, dass ihr eure anderen Träume verwirklichen könnt und dass das alles vorwärts geht. Also ihr habt es gehört, ne? Wer braucht, wer möchte, einfach melden bei den Jungs, ihr habt die Seite gehört. Wunderbar. Viel Erfolg für euch und alles Gute noch. Ne? Danke. Ciao.
So, ihr Lieben, das war der Filmtalk NRW hier von der Jan Wellem, der Weißen Flotte. Und viel Spaß noch jetzt bei der Party hier an Bord. Dankeschön.